Wegen Mordes an einer Kommilitonin steht eine Studentin seit dem heutigen Dienstag in Göttingen vor Gericht. Die Angeklagte schweigt zu Prozessbeginn zu den Vorwürfen. Die Staatsanwaltschaft legt der 28 Jahre alten Angeklagten einen Mord zur Last. Sie soll eine Kommilitonin getötet haben aus Eifersuchtsgründen. Die Angeklagte hat nach Angaben der Staatsanwaltschaft zwar einen Streit und eine körperliche Auseinandersetzung mit dem 24-jährigen Opfer eingeräumt, die Angeklagte bestreitet aber, die Frau getötet zu haben. Aus Eifersuchtsgründen, weil sich der neue Freund der Angeklagten, der später Getöteten, zugewandt hatte. Im Einzelnen soll sie die Geschädigte in ihrem Einzimmer-Apartment aufgesucht und dort mit dem Messer auf sie eingestochen haben. Das Landgericht Göttingen hat nach dem Prozessauftakt am Dienstag zunächst 6 weitere Verhandlungstermine bis Mitte Juni angesetzt.